Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind hier immer noch im Direnni-Turm. Wissen hier immer noch nicht weiter, ob wir hier überhaupt hin sollten schon oder ich irgendwas vorweggenommen habe. Ich suche hier auch irgendwie noch einen Weg oder so, das vielleicht weiterführen kann. Es gibt hier irgendwo noch ein Portal, das noch weiter nach unten führt, aber wo man dann halt nicht mal mehr rauskommt. Ich glaube hier hinten. Hier müssen wir hin. Das fehlt. Genau. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ist jetzt wieder ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gezockt hatte. Ich glaube, der Weg wäre, um da hinzukommen. Boah, ich muss jetzt eben kurz suchen. Um da hinzukommen. Hier hin. Müssen wir hier hin. Ja. Und um hier hinzukommen, müssen wir in dieses Portal. Nochmal so drehen. Ja, und um in dieses Portal zu kommen, müssen wir durch dieses. Und um in dieses zu kommen, müssen wir hier rein. Und um in den hier zu kommen, müssen wir den. Den hier erreichen. Also müssen wir den hier erreichen. Und das ist hier ganz unten. Okay, das heißt, wir müssen den kompletten Weg irgendwie wieder zurückfinden. Bin ich hier jetzt überhaupt richtig entlang? Um wieder zurückzukommen nach unten? Bisher sieht das eher nach Nein aus. Obwohl hier doch. Müssen wir gleich hier bleiben. Genau, hier. Und hier. So, dann müssten wir gleich. Wir müssten den Weg bleiben. Wo war denn jetzt das Portal? Da hinten. Um in den hier zu kommen. Ja, wir können hier jetzt gleich rechts. Hier entlang. Haben wir irgendwie noch was auf Tasche? 61 Kilo, das geht ja noch. Das war dann jetzt hier, glaube ich, oder? Wo bin ich jetzt? Da hinten. Oh. Oder wir bleiben hier. Hier waren wir ja doch noch gar nicht. Doch oben vielleicht. Nee, hier waren wir noch absolut nicht. Dann bleiben wir erstmal hier auf der Etage. Oder gehen hier hoch. Und hier hören wir schon Gegner. Nice. Das Portal benutzen wir lieber erstmal noch nicht. So, das hier unten kennen wir schon. Da waren wir schon mal durchgerusht. Und wir gehen erstmal hier runter. Jo, erstmal Vampire. Komm. So, da hinten haben wir auch noch einen. Wir haben hier mehrere. Autsch.
Alter, wie viele Vampire da unten sind. Das hier ist aber irgendwie so eine Kombi aus mehreren Dungeons. Okay, Ghost haben wir auch noch. Das sind einfach mehrere Dungeons in einem. Ah, hier. Hier geht's nochmal hoch, wo wir schon mal waren. Ach nee. Das führt einfach zur anderen Seite. Von da, wo wir waren. Ja. Dann gehen wir mal hier geradeaus. Und hier entlang. Mal gucken, wo das uns hinführt. Haben wir hier vielleicht noch was übersehen? Eine Tür? Irgendwie in der Richtung? Nö. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Jo. Vielleicht hier auch einmal kurz resten. Und noch ein Safe Game machen. Auf die 3. Ach, wie sind die jetzt da hochgekommen? Autsch. Wieso treffe ich die jetzt nicht? Ich wollte schon sagen. Jetzt müssen wir nochmal resten. Weil die uns schon ordentlich Schaden zugefügt hat. Können wir hier resten? Ja. You drop to the ground, completely exhausted. In that state, you are easy prey to roaming monsters and never awaken. You never awaken. Ja, dann laden wir da, wo wir jetzt gerade stehen geblieben waren. Jo. Was haben die jetzt gemacht? Ich bin noch healthy, okay. Also ich konnte jetzt nicht hier mich einfach hinlegen und regenerieren. So, nochmal. You drop to the ground completely exhausted. In that state you are easy prey to roaming monsters and never awaken. Was? Was denn gerade passiert hier? Warte mal. Kann ich das irgendwie hier... Spellbook, kann ich das irgendwie hier sehen, was ich jetzt gerade habe? Irgendwo? Ich würde gerne wissen, ob ich irgendwie jetzt infiziert bin. Wenn ich jetzt nochmal hochgehe. So, die schon wieder. Da ist eine. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier auch wieder umkippe oder es an den Treffern von denen liegt. Von den Vampiren. Bisher noch nichts. Wo ging es nochmal runter? Da hinten, ne? Oder hat sie sich jetzt hochgeschafft? Boah!
Alter, die hat mich jetzt erschrocken. Nein! Oh, ne. Das war der Zauber wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind jetzt gleich tot. Ja, das war der Zauber. Oder wenn wir hier da drin reingehen. Das ist, glaube ich, wenn wir da reingehen, weiter reingehen. Hier nämlich. Ja, das ist der Zauber von den Vampiren. Ich glaube, wir gehen hier jetzt gleich drauf. Wieder mal. Ja. Oder? Ich speichere jetzt erstmal noch nicht, weil ich die Befürchtung habe, dass wir vielleicht gleich nochmal drauf gehen. Oder wir speichern hier ausnahmsweise mal auf die 1. Sicherheitshalber. Nicht, dass wir jetzt gleich aus einem anderen Grund drauf gehen. Wie das hier jetzt zum Beispiel. Ach, da oben sind sie. Komm. Kann sein, dass wir wirklich jetzt wegen was anderem noch drauf gehen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Vielleicht können wir hier jetzt nochmal das hier machen. Ja, das war jetzt das. Das war jetzt der letzte Zauber. Wir laden jetzt mal die 1. Und gucken, ob wir das vielleicht auch anders überleben können. Dass die hier jetzt runterkommen oder so. Oder wir jetzt nach oben. Das sind sehr viele Vampire jetzt da unten gewesen. Und sind es eigentlich immer noch. So. Nicht den Zauber benutzen, ja? Autsch. Nein. Da ist ja noch einer. Nein! Ah! Komm, Klettermodus, Climb-Modus. So, hoffen wir mal, dass das klappt. Ah, Climb-Modus funktioniert jetzt. Und schauen wir uns mal hier jetzt alles an. Fehlt hier noch was? Haben wir irgendwas übersehen? Ne, hier haben wir nichts übersehen. Nur da hinten den Weg. Wenn wir jetzt hier dahin gehen. Oh. Und da kommt schon ein Geist. Wir gehen noch mal kurz zurück. Hier hin. Okay, hier passiert uns nichts. Machen wir auch noch mal Safe Game auf die 1. Weil 2 und 3 sind mir jetzt nicht sicher zu speichern. Okay, Wasser höre ich. Nymphen höre ich da unten, wahrscheinlich. Oder da oben. Und hier gibt es noch ein paar Türen. Wie die hier zum Beispiel. Ne, von hier kamen wir.
Genau, von hier kamen wir, dann da hinten. So, komm. So, komm, 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 geh hoch. Hier haben wir einen Geist, der auch noch Levitation hat. Ah, und hier hinter ist sogar noch ein Portal. Na so, was gibt es denn hier noch für Türen? Da ist noch eine. Okay. Climbing Mode. Die ist aber sehr, sehr steil. Dass man hier hochklettern muss. Wo sind sie denn? Hier. Noch ein Raid. Alter. Was ist das hier für ein Bereich? Keine Ahnung, wo ich hier bin. Hier geht es nochmal mehrere Wege runter. Da hinten geht es noch weiter. Jetzt will ich wissen, was hier ist. So, wenn ich hier jetzt nochmal das hier mache, passiert was? Ne. Gut, dann können wir jetzt wieder ganz normal sicher hier... Ich mach noch nicht. Ich mache jetzt mal auf die 1. Erstmal. Weil ich gerade noch nicht weiß, ob wir immer noch kerngesund sind oder infiziert. Die Tür haben wir noch nicht, da hinten. Dann machen wir die Tür zuerst. Falsch. Da. Da ist die Tür. Die fehlt. So, hier gibt es auch irgendwo noch Vampire. Alter, was, wie weit geht denn das noch? Ich habe bald keinen Inventarplatz mehr. Und der Wagen ist auch schon wahrscheinlich voll bei uns. So, hier ist kein Geist. Jo. Wir müssen gleich noch einen Weg zurückfinden. Ach, hier kommen wir wieder hier hin. Das ist Kern- und Angelpunkt hier momentan. So, wo fehlt uns hier noch irgendwie ein Weg? Hier lang und da. Und da hinten auch noch. Hier ist nichts. Ach nee, warte, nein. Hier, da, Spellbook. Free Action. Kleines Arschloch. Entschuldigung für die Worte, aber... Wir gehen erstmal hier hin. Und gucken uns hier mal um. Ah, okay, hier waren wir schon. Das kennen wir alles. Das Geräusch kennen wir nur noch nicht. Hier waren wir unten noch nicht. Und da ist noch ein Raum. Nee, das ist ein Portal. Hier ist es.
So, da muss hier vorne noch irgendwas was sein. Ja. Okay, das war jetzt interessant. Ja, dann hier noch einmal. So, der hat nichts. Hier ist auch nichts. Und ich glaube, hier waren wir schon mal entlang gelaufen. Genau, hier waren wir schon mal durchgerannt und hier ist eine geheime Tür. Autsch! Einmal kurz resten. Okay. Nochmal ein Safe Game auf die 1. Dann gehen wir hier mal weiter. Und dann suchen wir uns nochmal einen Weg wieder hierhin. Den schnellsten Weg dahin wäre tatsächlich, wenn wir hier runtergehen würden. Rechts, dann wieder rechts. Und ab hier. Nee, falsch, nicht rechts. Sondern hier lang. Und dann hier nach oben, meine ich. Und da lang. Wir müssen wieder ins Startgebiet. Und das ist hier. Ah ja, genau, da war ja was mit der Tür. Genau. Dann sind wir jetzt wieder hier. Wir können hier zwar. Ja. Wie machen wir hier jetzt weiter? Eigentlich im Grunde. So. Dann hier einmal alles entleeren. Nee, Spellbook lassen wir hier. Alter, hier haben wir sehr viel Müll. Und hier auch nochmal wieder. Sehr, sehr viel. Wie jetzt? Wie viel Gold haben wir? 10.000 haben wir auf Tasche. 10, 2, 9 und 6. Wie viel Gold haben wir jetzt insgesamt hier? 20.000. So, und dann der schnellste Weg wieder darüber. Wir machen nochmal ein Safe Game. Diesmal wieder auf die 1. Wir bleiben diesmal bei der 1. Und dann war es wahrscheinlich von hier, genau, hier unten. Und welche Tür? Die nicht. Boah, das ist so kompliziert hier zu sehen, wohin. Ist die da? Und dann hier und dann da. Dann wären wir wieder hier immerhin in der Zone. Genau, und dann können wir hier geradeaus durch das hier noch weiter erforschen. Und die Frage stellen,
Wo fehlt uns noch was? Hochklettern können wir jetzt eher nicht. Außer hier vielleicht. Ah, bitte nicht runterfallen, ja? Find's doof, dass das jetzt ein Dingens hier zum Klettern nicht möglich und um draufbleiben auch nicht möglich. Da hinten fehlt uns noch. So, die mag ich noch am liebsten, die Skelette jetzt gerade. Irgendwo hatten wir aber hier noch eine Nymphe gehabt. Okay. Ist hier eine Geheimtür? Vielleicht irgendwas dahinter? Irgendwas hier? Da ist irgendjemand angekettet in einem Käfig. Jetzt bin ich gespannt. Können wir da irgendwie noch anders hin? Ja, alles gut. Jo. Ich hasse dessen Zauber. Ich kann hier nicht resten. Hier auch nicht. Hier aber. Komm. Toll. Ich kann den Zauber, glaube ich, jetzt erstmal noch nicht machen. Ja, komm. Wie lange dauert das noch? Komm, ein bisschen schneller. Ich muss den loswerden. Wenigstens trifft er nicht gerade. So, jetzt haben wir den. Ja, einmal kurz wieder hier hin. Ich glaube, hier sind wir erstmal sicherer. Können wir hier das hier machen? Ja. Dann können wir hier auch nochmal ein Safe Game auf die 1 machen. Und bisher scheint es, als wäre unser Spielstand noch sicher. Oh! Der hat hier was. Hier wird es gefährlich. Irgendwo. Ach, sind wir jetzt im Kreis gelaufen, ne? Dann fehlt uns der Bereich da hinten. Ach, nö. Nein, hier. So, gibt's hier eine geheime Tür oder sowas? Nee, aber da ist noch ein Weg. Da hinten. Und hier auch. Ich glaube, hier war das. Da, die Tür, genau. Ich glaube, die Gegner sind über uns hier. Oh, noch eine. Den haben wir. Nice. Und noch mehr Teleporter. Bei denen bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir die überhaupt betreten wollen. Also jetzt zumindest fürs Erste. Hier geradeaus. Und dann müsste es hier irgendwo noch vor. Ne, hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Hier.
Ja, jetzt ist die Frage, wohin noch? Ich glaube, die sind alle unter uns hier irgendwo. So. Da ist noch eine geheime Tür. Dann lass mal da hin. Glaub hier drum. Nee. Doch hier schon richtig. Da haben wir sie. Ah. Komm, geh kaputt. Jo, du auch. So, wie sieht's hier aus? Ich glaube, der Direnni-Turm ist hier einfach mal alle Dungeons zusammen in einem gepackt. Alle, die es gibt, in ein einziges. Hier sind nämlich alle bisherigen Dungeon-Bauteile drin. So, das haben wir auch noch übersehen. Dann haben wir hier oben fertig. Dann ist jetzt nur noch die Frage. Achso, das ist genau. Oder gibt es hier noch irgendwie einen geheimen Gang? Nee. Das ist jetzt nur hier unten irgendwo noch was fehlt. Oder? Nee, ansonsten ist. Es ist tatsächlich das hier unten, was noch alles gemacht werden muss. Also hier unten rein. Müssen wir erstmal den Weg dahin finden. Vorausgesetzt, wir finden den wieder. Nee, ich bin jetzt zu weit in die falsche Richtung gegangen. Aber auch krass, wie heftig das hier alles miteinander verknotet ist. Hier sind wir richtig. Ja, oh nein! Autsch. So, komm, geh kaputt. Ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir uns einen Weg irgendwie wieder hoch. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Und gehen auch erstmal hier runter, vielleicht. Beziehungsweise hier könnte doch noch irgendwo eine Tür sein, oder? Egal, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!